Hallo Claudi, erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Was machst du beruflich? Meine große Leidenschaft ist die Hundezucht. Und meine Hundeschule, Claudis Köter School. Sie wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, sehen Sie hier, mit meinem Hunde-Award. Der nennt sich Bello della Wuff-Wuff. Ne, Mimi, sind wir stolz drauf, ne? Mimi, sind wir stolz drauf, oder? Mimi, sind wir stolz drauf, ne? So. Du hast dich aber einsame Herzen beworben, weil du einen Mann fürs Leben suchst. Wie müsste dein Traummann denn aussehen? Wie Martin Rütter. Das ist ja schon sehr konkret. Eigentlich will ich auch nur Martin Rütter. Okay, nochmal zurück zu deiner Hundeschule. Die ist ja... Martin, falls du das hier siehst, bitte melde dich. Ich bin gerade läufig. Herzlich willkommen in Claudis Köter School, der mehrfach ausgezeichneten Hundeschule. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und jetzt zur Begrüßung heben wir unsere linke Pfote und bellen ein herzliches Wuff, Wuff. Wuff, Wuff. Nicht doch Sie, der Hund. Sie müssen das hier schon ernst nehmen. Könnten Sie vielleicht das Megafon... Also, wen haben Sie mir da mitgebracht? Ah, das ist unsere Paula. Ja, sie ist wirklich ein toller Hund. Alle Hunde sind toll, okay? Alle? Ja, natürlich. Ja, leider haben wir immer mal wieder Probleme mit unserer kleinen Paula. Sagen Sie nichts. Ich bin bereits tief in Paula drin. Lass mich noch ein bisschen weiter rein. Mir geht's gut, Paula. Dankeschön. Aber jetzt konzentriere dich bitte. Das ist ja wirklich faszinierend, wie Sie das... Bitte einfach die Fresse halten, während ich in Ihrem Köter drin bin. Danke. Und wir gehen wieder raus, Paula. Klasse. Hab genug Informationen. Und oh, wir sind wieder draußen. Oh, das war gut. Klasse, Paula, ja feini. Hast du fein gemacht, Paula, ja feini. Toll gemacht, Paula. Ah, bitte nicht so viel loben. Das ist nicht gut für einen Hund. Und was genau haben Sie jetzt gemacht? Paula hat mir von ihren Sorgen und Problemen erzählt. Okay, was denn für Probleme? Das wissen Sie genau. Dass sie so wenig isst wahrscheinlich, oder? Richtig, Christian. Christoph. Paula sagt, du heißt Christian. Paula isst ja wirklich zu wenig. Also, was könnten wir denn da machen? Haben Sie da vielleicht eine Idee? Was füttern Sie denn? Hundehapsis von Schlüters. Das schmeckt ja auch nicht. Nein? Viel zu fest und sauer im Abgang. Man könnte ja fast denken, Sie würden das selber probieren, das Hundefutter. Um zu denken wie ein Hund, muss man essen wie ein Hund. Moment mal, willst du damit sagen, dass du Hundefutter isst? Wissen Sie eigentlich, wie viele Proteine in einer Dose Hundefutter sind? Okay, ja, was empfehlen Sie denn vielleicht stattdessen zu füttern? Füttern Sie Claudis Köterklumpen! Ach du Scheiße. Mit wertvollen Spurenelementen vom peruanischen Nacktschaf, den besten Mineralien der Käsepflanze und vielen, vielen, vielen Proteinen aus dem Pferdedarm. Alles Bio. Das ist ja... Schatz, sie ist gestört. Komm, wir gehen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Aber warten Sie! Die erste Dose gibt es umsonst! Und wer sein Hund liebt, kostet vor! Fressen Sie Ihr Hundefutter doch selber! Das ist ja ekelhaft! Gab es denn in deinem Leben schon mal einen Mann? Eigentlich nicht, nein. Und gibt es dafür einen Grund? Zeit. Ich bin als selbstständige Unternehmerin immer sehr selbstständig im Unternehmen, wissen Sie? Und die kleinen Racker, die kriegt man ja auch nicht so schnell in Stuben rein wie ein Border Collie oder ein Mastiff oder sowas in der Art. Kommst du da runter, Mimi? Kommst du da runter? Kommst du da runter, Mimi? Runter! Feini! Sehen Sie, wie toll sie auf mich hört? Aber Männer sind ja nun nicht unbedingt mit Hunden zu vergleichen. Naja, das sagen sie ja alle, ne? Die wollen immer nur spielen und die tun nix, ne? Ist ja immer das da. Platz! Gab es denn in deinem Leben überhaupt schon mal eine romantische Situation mit einem Mann? Ja, letzten Mittwoch, nachmittags. Ich bin gerade mit den Hunden aus der Köter School spazieren gegangen. Nein, aus! Nicht schnüffeln! Mandy, nein! Hermann, nicht Mandy besteigen! Leihen Sie Ihren Hund bitte auch an, Mandy, ist läufig! Aus, nimm sie ihn aus dem Mund, hör auf ihn zu beißen! Nein! Christoph, nein! Hermann, aus! Es war ein ganz normaler Tag. Doch dann kam da dieser Mann und es war wie im Film.
Bild, das ist sehr unangenehm. Oh, warten Sie kurz, ich muss einmal... Das ist leider, weil die Hunde alle läufig sind. Schreiben Sie sich den mal kurz andersrum. Und Sie jetzt einfach nur Ihr linkes Knie. Kaputt! Kaputt! Hören Sie bitte auf, so zu ziehen. Jetzt haben wir ein Problem. Aus! Vielleicht müssen Sie weniger Hunde sich holen. Aus! Kack! Kaputt! Schritt zurückgehen, vielleicht, wenn Sie einen Schritt zurückgehen können. Wenn wir vielleicht ganz kurz... Wie gesagt, es war wie im Film. Ich bin übrigens Claudi. Vielen Dank, Claudi. Dann darfst du nun gerne deinen Aufruf einsprechen. Ja. Hallo. Du möchtest mit mir zusammen Gassi gehen und im Sonnenuntergang Pfötchen halten? Dann melde dich bei mir. Bitte melde dich. Martin Rütter. Apport! Ja, Claudi, ich hab das gerade gesehen in der Sendung. Das war überhaupt nicht wie im Film. Wärst du nicht im Krankenwagen deinetwegen, weil ich mir übel das Steißbein und die Nase gebrochen habe? Ah! Und mit deinem scheiß Kötern kannst du dir wirklich mal überlegen, ob das wirklich das noch normal ist. Du bist doch krank. Der Thorsten war das, meld dich. Nicht! Hallo, Claudi, ich bin's, der Ralf. Ja, wie es der Zufall will, habe ich auch einen Hund, einen Black Shep Border Knolli. Ruhig, bist du aus? Aus? Hunde, ich liebe Hunde in diesem Sinne. Vielleicht kann man sich ja mal treffen. Das war der Ralf. Tschüss, Claudi.